Ich möchte in OneNote hier beim Verein Ruderclub eine Vorlage für Protokolle erstellen. Ich wechsle hier das Register, ich gehe hier zur Gruppe Verein und ich habe hier bereits ein Register Sitzungen und das war eine OKA-Sitzung, hier ein paar Stichworte, aber ich möchte nun eine saubere Protokollvorlage erstellen. Also, ich gehe hier zur Seite hinzufügen und gebe doch diesem Protokoll einmal den Namen Protokoll vom und das Datum kann man ja nachher einsetzen. Ich erstelle hier zuerst ein Logo. Ich habe schon eines hier im Leitbild. Ich klicke auf dieses Bild, Ctrl C. Ich gehe wieder zu Sitzungen. Ich bin wieder beim Protokoll, Ctrl V. Das Bild ist hier. Ich stelle das mal irgendwo da rechts hin. Ich füge hier zuerst eine kleine Tabelle ein. Einfügen, Tabelle, zwei Spalten. Aber 5 Zeilen. Ich stelle das noch ein bisschen weiter nach unten. Ich ziehe das in die Länge. So, auch die Tabelle in die Länge. Und schreibe nun hier Folgendes an. Datum, Zeit, Ort, anwesend und entschuldigt. Hier fülle ich als Beispiel bereits ein Datum hinein. Und eine Zeit, denn die Sitzungen finden immer zur gleichen Zeit statt. Ort, hier kann man das eintragen, wer hat sich entschuldigt. Und hier unten beginne ich nun mit den Traktanden. Ich erstelle hier nun eine weitere Tabelle. Ich gehe wiederum zu Einfügen, Tabelle. Diesmal nehme ich 4 Spalten, 2 Zeilen. Da ist die Tabelle. Ich ziehe das in die Breite. Die erste Spalte lasse ich so schmal. Hier kommt viel Text rein. Und das ziehe ich noch ein bisschen nach rechts. Das soll etwa so aussehen. Das wäre also die Traktandennummer. Und hier das Thema. Und wer ist zuständig? Und da gibt es allenfalls noch einen Termin. Und nun kann man hier unten fortfahren. Das ist das Traktandum 01. Und das Thema wäre dann zum Beispiel Regatta. Wer ist zuständig? Das kann man dann einfüllen. Ich mache hier noch eine Zeilenschaltung, denn hier soll eine Aufzählung drinstehen. Ich klicke auf die Aufzählung, stelle den Punkt noch nach links und Regatta, das kann von mir aus noch ein bisschen fetter sein, also Überschrift. Auch hier oben könnte man Farbe einfügen. Ich hinterlege das mit einem Blau und setze die Schrift auf Weiß. Hier Schriftfarbe Weiß. Prima. Und jetzt kann es losgehen. Die Nummer und die Zahl, die stelle ich noch rechtsbündig hin. Hier rechtsbündig. So. Und jetzt kann es losgehen. Und wenn ich jetzt ein nächstes Traktandum brauche, dann kann ich das jetzt bereits vorbereiten. Ich markiere diese Zeile, Ctrl C, Ctrl V. Ich habe ein zweites Traktandum, Ctrl V und ein drittes Traktandum. Ich bereite hier zwei, drei vor. Also das wäre dann das Traktandum 2 und das Traktandum 3, Traktandum 4, Traktandum 5. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Und zum Schluss ergänze ich hier die obere Tabelle noch. Ich ziehe das auch ein bisschen noch in die Breite, damit es etwa gleich aussieht. Ich hätte hier gerne eine Zeile mehr. Ich stelle den Cursor in die letzte Zelle, drücke die Tabulator-Taste, hier ist sie. Und nochmals, denn ich will hier noch hinschreiben, wann findet die nächste Sitzung statt und wer hat das Protokoll geschrieben. Dann sieht man das ganz prominent hier zu oberst und das soll nun eine Vorlage werden. Wie geht das? Ich klicke hier oben beim Register auf Einfügen, dann zu Seitenvorlagen, dann weit unten noch weitere Seitenvorlagen. Jetzt poppt hier diese Spalte auf. Hier hätte es bereits so Vorlagen und ich sage hier zu unterst aktuelle Seite als Vorlage speichern. Das mache ich und ich sage hier Protokollvorlage und das wird nun als Standardvorlage für neue Seiten im aktuellen Abschnitt festgelegt.
Stimmt, ja, speichern. Das heißt, ich schließe hier das wieder. Wenn ich jetzt hier rechts eine neue Seite hinzufüge, dann kommt sofort wieder eine Protokollvorlage. Oder ich bin irgendwo, ich gehe mal zu Leitbild, wenn ich hier eine neue Seite hinzufüge, dann kommt natürlich nicht ein Protokoll, sondern ich kann hier auf Seitenvorlage gehen. Seitenvorlagen, es poppt wieder auf. Bei meinen Vorlagen habe ich nun die Protokollvorlage oder eben auch andere oder mehrere, die ich selber erstellt habe. Das war's.